Herzlich willkommen zu meinem inzwischen sechsten Let's Play, wenn ich richtig zähle, oder je nachdem. Ja, doch, ist das sechste jetzt. Gut. Wir spielen Super Metroid, so ein Scheiß spielt der, aber nee, wir spielen jetzt Super Metroid, das ist ein ROM-Hack. Ein ROM-Hack, der leider zu faul war, seinen Titel zu editieren. Tja, deswegen sieht man es nicht, aber ihr habt es ja eh gelesen. Super Metroid Redesign ist das. Ich habe eben. Also, der Run ist ganz, ganz, ganz vorne. Der Run ist blind. Ich habe das Spiel schon mal für eine Viertelstunde gespielt oder so, länger nicht. Den Save habe ich gerade eben gelöscht. Ich habe gerade eben schon mal angefangen aufzunehmen. Aber da habe ich leider was an den Einstellungen verkackt. Ich habe es auf 50 FPS aufgenommen anstatt 60. Denn das hier läuft nativ auf 60. Und alle anderen, die ich bisher jetzt gespielt habe, waren auf 50. Deswegen war Fraps falsch eingestellt. Und da habe ich in der Station oben im Ridley-Kampf gemerkt, Moment, Zeitlupe? Komisch. Steuerung umstellen. Wer anders spielen kann, ist abnorm. So. The last Metroid Wow, is in Story. Jeder kennt die captivity. Story. Is it? Ja, ich mach Speed. Dü -dü -dü -dü. Dü -dü -dü. Ich finde den Sound sehr cool auf Highspeed. Dü -dü. Oh, kleiner Metroid. Oh, übergeben. Oh, ganz toll untersucht und in der Kapsel gewohnt. Und auf die Kolonie. Also. Wir spielen Super Metroid Redesign, einen ROM-Hack. Wir spielen es blind, aber eine Handvoll Sachen weiß ich drüber. Unter anderem, ja genau. Unter anderem, ihr seht es direkt. Man fällt verdammt schnell. Es ist ziemlich Highspeed irgendwie. Das ist bewusst so, das ist so gedacht. Hier ist die Gravitation angepasst worden von dem Macher des Hacks, dass man einfach schneller fällt. Weil er dachte irgendwie, das dauert zu lang und man hat viel zu viel Kontrolle und ist nicht schön und muss man ändern. Ansonsten, die Station ist nicht verändert, wie ihr seht. Da ist alles ganz normal. Aber das ist auch alles, was unverändert ist in Sachen Gebieten. Oh, yeah. Da ist die Metroid-Larve schon. Wir haben sie. Wir haben es geschafft. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ach gut, dass Ridley das in uns Gesellschaft leistet. Wie war es in irgendeinem Let's Play, das ich mal gesehen habe vom Spiel? Wie hat er es gesagt? Er steht so schön jetzt vor der Larve und sagt: Ach gut, dass kein riesengroßer Dinosaurier kommt und mich jetzt ficken will. Oh Gott, oh Gott! Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, Ridley ernsthaft zu bekämpfen. Es geht! Viele wissen es bestimmt. Es geht. Man kann ihm genug Schaden zufügen, dass er abhaut, ohne dass man selbst in den kritischen Bereich kommt. Das geht. Aber warum sollte man es? Es macht keinen Unterschied. So, funktioniert es doch auch. So, jetzt muss ich verschwinden und das könnte tatsächlich noch ein bisschen nervig werden wegen der veränderten Physik. Ja, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Ist die Zeit auch weniger als normal? Ich glaube schon, oder? Na, ich werde schon sehen. Hauen wir halt hier ab. Hoffentlich überlebe ich es. Wenn ich hier verrecke, ist es extrem peinlich. Gut, hier weiter. Oh, ich hasse den verdammten Dampf. Uha, die Sprungphysik ist schon anders. Fühlt sich irgendwie komisch an. Als hätte man irgendwie 7 Kilo Stein irgendwie am Bein hängen oder so. Wisst ihr, es ist zäh. Sowas meine ich. Geh hoch da. Hoch. Oh nein! Nicht sterben! Nicht sterben, Samus! Schaff es! Boah! Gut, das hätten wir schon mal geschafft. Also schauen wir uns mal auf dem neuen, tollen Planeten Zebes um. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin mal gespannt, was das wird. Hoffentlich ist es nicht so eine Art ROM-Hack, der irgendwie alles ganz übel versteckt und verpuzzelt und sonst noch alles. Ihr habt ja, wenn ihr auf mein Profil schaut, seht ihr ja meine Versuche, die ich mal gemacht habe mit Super Metroid Golden Dawn. Das war auch, Gott, das ist jetzt über ein Jahr her. Da habe ich noch auf Englisch versucht zu Let's Playen und so. Ja, bitte speichern. Eine Runde. Und das Spiel war ja Arsch. Da völlig ohne Anhaltspunkt Riesenräume, wo dann ein Block wegzuschießen ist für das kritische Story-Item. Bom, oh, fällt man hier so schnell. Schauen wir uns um. Alles ist neu, alles ist toll. Nach rechts kommen wir nicht weiter. Kann ich hier walljumpen? Sieht nicht so aus. Hier hoch. Oh Gott, hier sieht's aus wie Arsch. Oh Gott, hier geht's runter. Ich wollte noch nicht so tief runter. Ich wollte mich irgendwie noch umsehen. Hier ist nichts mit walljump.
hier hoch, noch Karte aufdecken, aber da geht auch nichts. Wir müssen hier runter. Oh je, oh je, oh je. Ich krieg direkt schon Angst. Hier, tja, ist nichts. Jupp. Na? Oh, die Käfers, die tollen kleinen Käfers. Hier, aha. Oh, ihr Pisser. Direkt Powerbomben und ich krieg sie nicht. Und hier, irgendwann mit Bomben vielleicht. Ich weiß schon gar nichts mehr hier jetzt irgendwie. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr hieran, dass ich hier jemals war. Aber ich war es, das weiß ich. Nur nicht mehr als es war. Hier kann ich lang und hier kann ich nicht lang. Gut, also in Sachen Weg aussuchen ist die Entscheidung noch ganz einfach. Gegner gibt es auch noch nicht so viele, ist noch in Ordnung. Ach, ganz easy, wird schon gehen. Komm. Na gut, hier nicht. Hm, das Rot ist anders. Es ist greller und der Fahrverlauf ist nicht so schön. Da unten geht's nicht lang. Da komme ich raus, wenn ich dort oben runterfall. Ja, der Weg ist lang. Hier ist nichts. Kann ich hier rüber? Ja, ich kann. Hier geht's weiter. Und dort unten ging's auch weiter. Scheiße. Ich gehe mal hier lang. Oh, die Musik ist weg. Und ich darf nicht zurück. Verdammt. Tja, hier ist nichts. Hoppsa, hoppa. Und hopp. Boah, Samus. Du bist echt eine absolut schwangere Elchkuh geworden in Sachen Handling. Das ist ja schrecklich. Ja. Super, rot direkt. Also entweder bin ich hier eingesperrt oder ich bekomme jetzt... Upsa, ein Gegner. Oder ich bekomme jetzt sofort Raketen. Wie soll ich da hoch? Da kann ich nur rauskommen, so ziemlich. Hier ist... Moment. Wollt ihr mich verarschen, Jungs? Es geht gut los, würde ich sagen. Hier irgendwie... Hallo? Kleine Samus möchte abgeholt werden. Hi. Okay, die machen mir jetzt nicht so viel Angst. Bestimmt. Haha. Na klar. Und hier rein. Okay, ich hätte dann gern Morphball oder Raketen. Eins von beiden werde ich jetzt brauchen. Hier ist nichts. Da hoch. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl wie in Metroid 2. Ich habe Angst, dass jeden Moment ein Metroid kommt direkt. So schön noch aus der Larvenform. Und dann ist die schreckliche Musik dabei. Na, okay. Okay, okay. Morphing Ball. Wir können uns morphen. Gibt's ja auch eine Sicherheitskamera, so ein Auge, das dann jetzt aufgeht und es anschaut. Ich sehe nichts dergleichen. Okay. Dann... Oh Gott, bin ich so lahm als Ball hier. Ist das normal? Ich war doch nicht immer so lahm als Ball, oder? Das wird noch eine große Umgewöhnung. Aber es ist toll irgendwie. Oha. Ich renne irgendwie ein bisschen schneller. Ich beschleunige schneller. Es ist schon so ein klein bisschen wie Metroid blind wieder. Oder? Für mich jetzt zumindest. Ich weiß, du kommst hier raus. Hops und hops und hops. Ja, da oben komme ich ganz bestimmt rein. Bomben habe ich ja nicht. Ballsprung habe ich auch nicht. Ich habe nichts. Ich habe nichts. War da gerade? Na, ich dachte nur gerade, ich hätte die... Das Frame gerade kurz gesehen für Walljump, dass sie so halb an der Wand lehnt. Hallo? Direkt Raketen? Ihr seid ja lieb zu mir. La la la. Oh Gott, das werden wir, glaube ich, noch tausendmal hören. Okay, wir haben Raketen. Kann man hier rein? Ne, hier kann man nicht rein. Irgendwie doch aufballern. Piu, piu. Und hier. Piu, piu. Nein, nix. Dann gehen wir wieder raus. Jetzt kriege ich aber langsam Angst. Bald müssten die Gegner kommen. Ich kann Ball und ich kann Raketen. Das ist meistens genug, dass das Spiel meint, man müsste einfach mal jetzt weggewichst werden vom Angesicht der Erde. 2, 3, 4, 5, wie immer. Direkt Raketen auffüllen, ich krieg Angst hier. Der wird nicht unnötig da sein. Gleich zwei Raketen mit einem Ding aufsammeln. Okay. Schauen wir mal. Und... Boah, Gegner. Ach du Kacke, hi! Hallo? Boah, mir kommt vor, als schieße ich schneller. Ach du Kacke. Nee, echt jetzt gibt's... Nicht gedrückt halt ist normal, aber... Keine Ahnung, kommt mir schneller vor. Vielleicht liegt's auch nur an der 60-Hertz-Version jetzt. Boah, ich habe Angst vor den kleinen Weltraumpiraten.
Okay. Regelrechtes MG. Cool. Ja, da unten war nichts, ne? Nee. Okay, gehen wir wieder zurück.